Hallo und herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Leider hatten wir beim letzten Mal sehr, sehr starken Wind und wir wollen versuchen, es heute, auch wenn es wieder etwas windiger ist, es trotzdem nochmal nachzustellen, das 1 gegen 1. Weil ich das alleine natürlich wieder nicht machen kann, habe ich meinen Assistenten mitgebracht, die bekannte blaue Mauer. Ja, beim 1 gegen 1 müssen wir natürlich unterscheiden. Es gibt zwei Situationen, die ganz wichtig sind. Das bedeutet eine Grundregel, die wir haben. Diese Grundregel ist: Stürmer schnell, Torwart schnell, Stürmer langsam, Torwart langsam. Und genau diese Sache müssen wir jetzt näher beleuchten. Wozu dann bei Stürmer schnell, Torwart schnell der aktive Angriff zum Ball ist? Warum? Weil dies die einzige praktische und sinnvolle Lösung ist, die der Torwart an der Stelle anwenden kann, die am erfolgversprechendsten ist. Natürlich ist nichts gegen das defensive Abwarten und Stellen des Stürmers zu sagen, aber trotzdem wollen wir diese Sache einmal beleuchten. Für uns ist das die Philosophie, mit der wir am meisten Erfolg haben. Ja, beim 1 gegen 1 ganz wichtig, von den 7 grundregelnden Prinzipien, die wir schon öfters mal erwähnt haben, ist natürlich hier das Prinzip Nummer 3, nämlich optimale Position und Distanz entsprechend entscheidend. Entweder der Torwart zieht seine Bewegung durch und bringt sich damit in eine so nahe Distanz, dass er einen Ballangriff starten kann und damit Erfolg haben kann. Oder aber er stoppt und bringt den Stürmer sauber zum Stehen und ist dabei in einer solch guten Distanz, dass die Torverkleinerung zu nahezu 100% funktioniert hat und er sich dann auf seine Reflexe verlassen kann, um die Bälle zu halten. Beim 1 gegen 1, gerade wenn der Torwart den Ballangriff versuchen muss, ist die grundlegende Technik des seitlichen Fallens sehr, sehr wichtig. Deswegen machen wir das hier gerade noch einmal vor, um euch zu zeigen, dass die Sache, wie das seitliche Fallen ist, nur aus dem Schritt heraus und eher nach vorne gerichtet, um in den Stürmer hineinzugehen. Das langsame Annähern an einen langsamen Stürmer ist dann entsprechend die Hände flach zum Boden und unser Torwart bewegt sich hier mit kurzen Sprüngen, um dann, wenn der Ball in Reichweite ist, wie eine Schlange aus der Deckung zuzuschlagen und sich den Ball zu sichern. Ja, beim Thema 1 gegen 1 werden wir nun einmal diese zwei Sachen in ein paar Übungen demonstrieren. Das ist einmal, wir legen ein paar Bälle vor den Torwart. Der Torwarttrainer ruft eine Nummer. Der Torwart greift den Ball mit dem Ballangriff an und der Trainer täuscht einen entsprechenden Angriff auf diesen Ball mit vor, um Angstfreiheit zu haben. Die nächste Situation, die wir dann haben, ist ein Ball in der Mitte. Auf ein Startsignal laufen beide aufeinander zu. Der Torwart muss hier entsprechend entweder, wenn er den Ball nicht vor dem Trainer erreichen kann, in den Stopp kommen und die Blockstellung einnehmen. Oder aber er kommt vor dem Torwart an den Ball und attackiert dann den Ball mit dem Ballangriff. Als letzte Situation haben wir dann das ganz normale Aufwärmen mit dem Torwart, wo der Trainer mit dem Ball auf den Torwart zuläuft, entweder schnell oder langsam und der Torwart entsprechend seine Position einnimmt. Entweder greift er den Ball an, wenn der Trainer schnell ist, oder aber er versucht an der Stelle die Blockstellung einzunehmen, um sich auf seine Reflexe zu verlassen und hier dann sauber dann zuzuschlagen, wenn für ihn die Möglichkeit ist, oder er versucht das Tor so weit abzudecken, dass er angeschossen wird. Dies ist ganz essentiell und wir werden das natürlich auch hier weiter verfolgen und damit jetzt darstellen. 1, 2, 3. Hey! Komm auf wieder zurück. Was Torleute gerne machen, ist mit den Füßen zum Ball agieren. Im Strafraum führt dies dann meistens zu einem Strafstoß und vielleicht sogar zu einer Verletzung des Gegenspielers. Wir simulieren das hier einmal. Lassen, nächste.
oben gelaufen. Los! Gut! Ja, das waren die Übungen zum 1 gegen 1. Wir werden jetzt nochmal ein paar Fehler für das 1 gegen 1 darstellen und uns mal anschauen, welche typischen Fehler Torleute tun. Häufige Fehler beim 1 gegen 1. Der Torwart geht nicht mit den Händen zum Ball, sondern mit den Füßen. Gefahrenpunkt natürlich hier, das Verursachen des Strafstoßes, hatten wir schon mal dargestellt. Ein weiterer Fehler, der Bogenlauf. Der Torwart müsste hier so entsprechend zum Ball gehen. Wir zeigen nun, wie viele Torleute zum Ball gehen, weil sie nicht auf eine Körperseite richtig fallen können aus der Bewegung. Der Torwart läuft einen Bogen und agiert dann zum Ball, eröffnet damit auf jeden Fall hundertprozentig das Tor, was meistens dann zu Gegentreffern im 1 gegen 1 führt. Der letzte, zumeist eklatante Fehler, der Kniefall. Der Torwart läuft auf den Ball zu, geht vor dem Ball in die Knie und nimmt dann den Ball so entsprechend auf. Er entblößt somit die ganze Körperbreite für einen Angriff des Gegenspielers. Der Kopf ist meistens auf Knie oder Fußhöhe vollkommen ungeschützt. Gleichzeitig sind die Beine gespreizt. Der Ball könnte in die Mitte gehen. Bitte noch einmal. Wir werden gleich sehen, wie weit die Knie geöffnet sind, die ein Einschießen mitten in den Unterleib ermöglichen würden. So kann das nicht funktionieren. Zudem ist das Aufschlagen auf die Knie tunlichst zu vermeiden wegen des Verletzungspotenzials. Das war's zum Thema 1 gegen 1. Wir möchten hiermit dann beenden unser virtuelles Torwarttraining dazu. Es war zwar leider heute auch wieder etwas windig. Wir hoffen, ihr konntet es trotzdem besser verstehen und wir hoffen, wir haben es so aufgebaut, dass ihr uns folgen konntet und auf unsere Nachricht zum Thema Torwart schnell, Stürmer langsam, Torwart langsam entsprechend sich bei euch verinnerlicht hat, damit ihr das Ganze verstanden habt.